Ein wunderschön, ja, Kamera läuft, Fragezeichen, ja. Achso, ist jetzt, das könnt ihr deaktivieren, ja, bam, bam. So. Achso, ja, siehst du hier. In Clicker Heroes bin ich mittlerweile schon wieder bei 1E5 und läuft gut. Das soll uns jetzt aber erstmal nicht interessieren, sondern wir machen Booyah. Was denn eigentlich? Genau. Mein Test, it will. Let's play. Eigentlich wäre ja heute Vanilla bzw. mein Klon bzw. beides, also zwei Folgen, eins, zwei Folgen, das andere dann morgen dran gewesen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, habe ich gerade mehr Lust auf it will. Ja. Von daher werden wir genau dort. Jo. Erstmal reingehen, ne? Punkt. Let's play. So, und dann werden wir dort nämlich, hab ich mir vorgenommen, das war der 1er. Nein, 1er war der Kapitän. Das hier war der Etablier. Da, wo unsere Kiste quasi steht und wir jetzt unser kleines Kakao-Dings der Bumster da dahingestellt haben, sollte ich jetzt doch den falsch genommen haben? Ja, ich habe den falsch genommen. Das ist aber traurig. Ach, seht ihr, ich habe übrigens einen neuen, neuen Test-Server. Also Test-Server in dem Sinne, dass er noch komplett experimentell ist. Und zwar habe ich spiele Mindclone schon eine ganze Weile. Und ich habe auch schon früher Mindclone gespielt, bevor Mindclone so modern war, wie es jetzt ist, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe noch Mindclone sehr früh, wie gesagt, kennengelernt. Und mittlerweile hat sich da so viel geändert, dass ich zu den alten Missionen, zu den alten Versionen eine nostalgische Verbindung hege. Und ja, deswegen habe ich einfach mal, wie gesagt, einen experimentellen Server aufgemacht, wo ich eine sehr, sehr alte Mindclone-Version drauf fahre. Ich hoffe, der Server läuft. Ja, läuft. Muss ja, sonst wäre nicht Gegenstandsdefinitionen. Hatte ich ja schon mal gezeigt in dem einen, ich hatte ja schon mal so eine History-Aufnahme gemacht, so mit älteren Mindclone-Versionen. Und hat man auch schon gesehen, wie die älteren Versionen aussahen. Und ja, ist natürlich absolut geil, dass man hier in der Wüste startet. Oh, da ist was. Hat sich da schon jemand ein Haus gebaut? Ne. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, hier so alles mit so älteren Grafiken. Ist man ja hier schon. Alles schön klassisch gehalten. Wie gesagt, das Ganze ist noch relativ experimentell. Der Server läuft tatsächlich stabil. Aber es gibt noch so ein paar Schönheitsfehler, sage ich jetzt einfach mal. Zum Beispiel, dass man hat ja den Charakter als 3D-Modell und der ist etwas tief gesetzt. Ne? Man sieht, ich laufe hier quasi in der Erde. Das liegt daran, dass halt diese alte Mind-Test-Version, Mind-Clone-Version noch alt ist und der Server läuft mit Mindtest Version 5.0.0, glaube. Oder läuft er schon mit 5.0.1? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall mit einer 5er Version. Und die haben wir jetzt den Offset verändert. Und das könnte ich natürlich bei der alten Version reinpatchen. Muss ich aber noch tun. Habe ich auf der Schnelle nicht geschafft. Dementsprechend, solange man komplett First Person spielt, ist das kein Problem. Aber wenn man jetzt mit mehreren spielt und man andere Charaktere sieht oder sich selbst sieht, wenn man Third Person spielt, dann ist das natürlich sehr schnell, ja, ne, wie gesagt, ist halt ein Schönheitsdelikt. Daher offiziell noch experimentell. Ist hier oben auch als Belong drinne. Server Beta, deutscher Mindtest Server 5.0, ach doch, also mit der 0 hinten. Server, auf dem das alte Mindclone 0.23 läuft, hatte ich wie gesagt auch gezeigt in der einen Aufnahme richtig.
Weil ich gerade nicht weiß, ob ich da 023 oder 026 gezeigt habe. Keine Ahnung. Blablabla, 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 Testkonto, blablabla. Und ja, der Server wird eventuell noch ein paar Mal zurückgesetzt. Ja. Hat jemand ein Kreuz gebaut? Oder ist der paar Mal ungünstig gestorben? Alles meins. Ich bin die UFO-Polizei. Na gut, aber hier wollen wir ja nicht uns nicht weiter hier. Oh, nein, der fliegt weg. Nein. Oh. Kommt zu Papi. Gut, wir wollten ja nicht hier, sondern ja, wollte ich nur mal kurz zeigen. Wie gesagt, ich finde es halt so ultra nostalgisch, weil wie gesagt, ich habe es halt mit den Texturen auch gewissermaßen kennengelernt. Von daher habe ich so einen Server auch nochmal aufgesetzt mit der alten Minecraft-Version. Soll uns aber nicht kümmern, sondern wir spielen jetzt Itruvio. Ich weiß immer noch nicht, wie man das Wort ausspricht. Ich nenne es einfach mal Doom Eternal. Spaß. So, hier stimmt alles. Hier haben wir ordentlich Textur, ordentlich Character Offset. Alles gut. So, und was wir jetzt machen werden, ist hier ein kleines Häuschen bauen. Dazu werden wir erstmal gucken. Ich überlege, ob wir das Ganze ein bisschen eben machen, indem ich hier die oberste Schicht abtrage. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Baufläche. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Ja, doch, machen wir. Gut, dann pflanze ich erstmal die ganzen Pflanzen hier aus. Was für ein schöner Tag hier lang zuspazieren. Und wenn ich aufhöre zu singen, werde ich explodieren. Klappt nicht, wenn man alleine spielt. Ja, ich könnte doch einfach so direkt die Erde abgraben, aber dann müsste ich die ganzen Sachen, die dann runterfallen, manuell einsammeln, weil ich will nicht einfach rumliegen haben. Das wäre doch Verschwendung. Auch wenn wir gerade bei den Zwiebeln echt mehr als genug haben, aber man kriegt aus den Gräsern zum Beispiel noch Samen und sowas und wie gesagt, das wäre halt einfach Verschwendung. Denke ich mal. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wenn ich die ganze Erde absenke, dass das auch wirklich dieses grüne Gras wird und nicht so... Mal gucken. Weil wir haben ja hier dunkelgrünes Gras und das ist richtig schöne hellgrüne. Und mir wäre das hellgrüne tatsächlich fast lieber. Ich meine, ich habe ja mittlerweile, hatte ich auch damals in dem Let's Play Together gezeigt, soweit ich weiß. Ja, doch, habe ich. Dass ich jetzt mittlerweile Rezepte hinzugefügt habe, mit der man direkt gewünschte Erde herstellen kann. Ne? Hier, tada. Könnten wir also zur Not auch machen, aber ganz ehrlich, oh, was ist denn hier los? Na gut, wird ja eh alles abgetragen. Von daher. Nee, wie gesagt, von daher könnten wir auch manuell grüne Erde machen, aber dann müsste ich die untere Ebene auch nochmal abtragen. Und. Oder zumindest. Nein, nee, eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich nur einen kleinen Rand da hinten abtragen. This is a good question. Gott, wie groß ist denn die Ebene hier? Ist ja doch größer, als ich dachte. Ich weiß auch nicht, ob so Sachen abtragen mit Schwertern schneller geht. Nee, mit Schwertern schon mal nicht. Mit der Axt vielleicht? Auch nicht. Na gut, dann also nicht. Vor allem, ich finde es immer schön, ne? Das Schwert selber bringt nichts, aber es wird abgenutzt. Ist ein bisschen unfair. Aber gut. Wird es wenigstens überhaupt mal ein bisschen abgenutzt? Weil solange wir nicht unbedingt in eine Höhle gehen, ist das Schwert ein bisschen, ich sag jetzt mal, naja, useless nicht wirklich, aber jetzt gerade brauchen wir es halt noch nicht aktiv. So. Das Ding muss ich dann leider auch wieder abbauen, oder zumindest nur das obere Ding, kann ich da unten heransetzen. beziehungsweise mal gucken, wie groß überhaupt also erstmal unser Haus wird, ist ja auch noch eine Frage. So, jetzt, was wir jetzt machen, ist, wir brauchen Blumen. Und zwar nicht gerade wenig. Das heißt, da haben wir Blumen.
Ich weiß nicht, was alles erlaubt ist, weil ich habe bei meinem Rezept einfach gesagt, alles was Kategorie Blumen ist. Die Frage ist, was gehört alles zu der Kategorie Blumen? Können wir mal gucken hier. Group Flower S. Hallo? Fuck. Nee. Bin ich jetzt bescheuert? Leck mich! Kann man hier draufklicken? Hä, da gehört gar nichts dazu? Hä? Aber richtig geschrieben hatte ich es. Naja, okay, beim vierten Versuch habe ich es richtig geschrieben. No joke, ich dachte, die ganzen Dinger gehören zu. Ist doch schon, ne? Moment mal, noch mal kurz ein bisschen Erde abtragen. Haben wir Erde da? Nein. Erde. Das müsste doch funktionieren. Ja, geht ja auch. Wieso ist denn aber nicht angezeigt bei Group Flower? Moment mal. Moment mal. Wahrscheinlich, weil hier auch, wenn man hier raufklickt, hier nur Sachen angezeigt werden, die man selber craften kann. Und da man ja Blumen nicht craften kann, werden sie hier auch nicht angezeigt. Ist natürlich ein bisschen blöd. Aber scheinbar tatsächlich einfach alle Pflanzen, also alle Blumen, beziehungsweise ich kann ja mal gucken, ob auch die Früchte dazu gehören. Nein, die gehören nämlich nicht dazu. Okay. Gras gehört natürlich auch nicht dazu. Ist ja eine andere Gruppe. Ja, also praktisch diese ganzen farbigen Blumen, aus denen man auch Farbe gewinnen kann. Ne? Ist ja hier auch als Farbstoff verwendbar. Naja, okay. So, was wir nämlich machen müssen, ist, wenn wir hier Sachen abtragen, müssen wir zuallererst mal die ganzen dunkelgrünen Scheiß abtragen. Und dann müssen wir nämlich ganz schnell einen kleinen Trick nutzen, und zwar... Ah, die brauchen wir gar nicht, weil hier ist alles grün. Okay. Nee, wenn hier nämlich jetzt dunkelgrün gewesen wäre, weil hier auch überall dunkelgrün ist, dann hätte es nämlich sein können, dass das hier nicht hellgrün wird, sondern auch dunkelgrün wird. Und dann hätten wir hier den dunkelgrünen Boden praktisch abgraben müssen und hier praktisch manuell selber diesen hellgrünen Boden hinsetzen müssen, damit dann hier das drinne auch definitiv hellgrün wird. Aber warum ist hier so ein Fleck so dunkelgrün? Das gefällt mir gerade irgendwie nicht so. So, Erde, Erde. Badam. So, ich mach erstmal nur hier hin. Ah, da hat man es gerade doch schon gesehen. Da ist natürlich dunkelgrün geworden. Jetzt hoffe ich mal, dass wenn ich das hier unten so lasse und hier oben, genau, das ist, weil der einzige nächste Nachbar ist halt dieses hellgrüne. Und damit dürften die hier jetzt auf jeden Fall erstmal hellgrün werden. Und wenn ich dann die Reihe hier hinsetze, dann ist es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dunkelgrün und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hellgrün. Und das dürfte dann funktionieren. Ich hoffe es. Wenn nicht, werde ich heulen wie ein Baby. Auf jeden Fall, was wir schon mal machen könnten, ist schon mal, damit wir ein bisschen was auf... Ach komm, jetzt hier alles. Bam. Schon ein bisschen was auf Reserve haben. Meine Farbe werden wir eh so schnell nicht brauchen. Zumindest keine Farbe von den Farben, die wir hatten. Haben wir noch mehr Blumen? Kann doch nicht angehen, dass das alles ist, was wir an Blumen haben. Tatsächlich, wir haben echt keine Blumen gefühlt. Naja, weil wir doch normalerweise für nichts brauchen. Hatte ich. Sorry, aber ich werde dieses Autospringen rausnehmen. Ich komme damit echt nicht klar. Das Autospringen ist echt nichts für mich. Keine Ahnung. Irgendwie.
bin ich entweder Comfort faul, ja, dass ich quasi schon zu faul bin für Comfort oder keine Ahnung. Auf jeden Fall nein. Ja, ich lasse die ganzen Pflanzen hier trotzdem erstmal stehen. Ne? Wenn wir die später brauchen sollten, können wir sie immer noch mitnehmen. Aber so erstmal nicht. Gute Frage, machen wir das hier? Weil hier ist echt eine ganze Ecke hellgrün. Dunkelgrün. Und hier ist hellgrün. Ich glaube mir, ich mache hier hinten, dass ich das auch dunkelgrün. Das geht am einfachsten, indem ich auch das hier wegmache. So, jetzt ist hier nämlich nichts hellgrünes mehr und damit kann sich hier auch nichts hellgrünes mehr aufbreiten. Es ist richtig wie so eine Epidemie, Alter, wie so eine Krankheit. Moment, habe ich keine Schippe? Nee. Habe ich ein bisschen Eisen oder so? Ein bisschen Eisenerz? Also eine Schippe hätten wir schon mal, aber keine aus Eisen. Und Eisen an sich haben wir auch nicht. Was zur Hölle ist denn hier los? Wie haben wir denn kein Eisen? Are you fucking kidding me? So, jetzt hier schon einmal alles abgraben. Und schon ist die Schippe im Eimer. Meine Fresse, das gibt's doch gar nicht. Wie viele Steine haben wir noch? Ach gut, okay, wenigstens Steine haben wir eine ganze Menge. Naja, wobei eine ganze Menge auch ein bisschen übertrieben ist, ne? Sieht jetzt nicht so prickelnd aus, wie ich es gerne hätte. Aber es reicht zumindest erstmal. Sind wir überhaupt schneller? Wow, nicht wirklich. Also wir sind ein bisschen schneller, aber nicht so viel, dass es sich tatsächlich lohnen würde. Naja, Steinwerkzeuge sind halt tatsächlich auch noch nur nochmal für sich. Aber immerhin besser als Holz, weil bei Holz, da würde man den Unterschied gar nicht merken. Also das ist... Holz ist echt traurig. Nicht umsonst schaffen es doch manche Leute, Holz mit der Handkante zu verhauen. Weil Holz ist nicht so stabil, wie man es vielleicht denkt. So, ich pack mal dich ganz kurz hier nach hinten, damit ich dich nicht aus Versehen hier benutze. Das wäre nämlich katastrophal. Achso, ach komm. Da. So, easy. Ich hätte mich ja mal gespannt, wenn es hier wieder alles zuwächst, wie, in welcher Reihenfolge sich das dann ausbreitet. Nani, oh mein Gott! Ach komm, nee, wir machen ohne Schippe, Alter, ist ja hier. Erstens ist es nicht viel schneller und schnellerer und zweitens, das was es schneller ist, wenn wir ansonsten an Zeit wieder verbrauchen, um die Schippe überhaupt erstmal zu bauen. Das heißt, unterm Strich haben wir keinen wirklichen Gewinn. Von daher spare ich mir lieber die Steine auf für Sachen, wo es wichtiger wäre. Andererseits, vielleicht wäre es gar nicht mal so dumm, hier ein bisschen grün zu lassen, weil dann kannst du nämlich gleich so ein bisschen rumwachsen. Soll es ja, weil da hinten ist ja viel, hier ist ja auch wieder hellgrün alles, ne? Von daher lasse ich das mal. Ups, da habe ich vergessen, schon was abzubauen. So, was ist jetzt hier eigentlich los? Jetzt auch schon wieder so ein bisschen grün, ein bisschen... Komm, ich schaff mal ein bisschen Ordnung. Ist ja hier traumatisierend, ist das ja. So, jetzt haben wir hier eine richtig schöne hellgrüne Front und nicht so komische Leberflecken. Das gefällt mir mal gar nicht, ey. So, easy. Jetzt haben wir hier so richtig schön Übergang. Naja, so richtig schön vielleicht doch nicht.
So, jetzt sollte das so ungefähr passen. Mal ein bisschen hier ausbreitungshemmend vorgehen. So, dann kann es hier so schön Grünland gehen. Die mache ich mal auch nochmal weg. So, und hier wird dann alles hoffentlich ein bisschen hellgrün. Alter, Terraforming hier Deluxe. Ich habe übrigens mal gesehen, ich weiß nicht mehr, ob es ein Subgame für meinen Test war oder ob es nur eine Mod war oder ob es überhaupt mein Test war. Aber es gab eine Mod oder so, die hat tatsächlich so Physik hinzugefügt, sage ich jetzt mal, die solche Sachen, wenn sie geschwebt haben, automatisch hat runterfallen lassen. Das Witzige war, ja, wenn man denn tatsächlich eine Höhle hatte, hat sie tatsächlich funktioniert, weil sie geguckt hat, ob Blocks in der Nähe waren, die unter ihm waren. Heißt also, wenn man jetzt Blöcke hatte und darunter nichts hatte, aber darunter daneben etwas hatte, dann ist der Block nicht runtergefallen. Aber wenn man jetzt eine ganze Ebene lang Blöcke hatte und darunter gar nichts war, dann sind die Blöcke praktisch eingestürzt und immer runtergefallen. Und da gab es dann auch so ein geiles Tech-Demo-Video dazu, wo man dann so eine ganze Ebene hatte, einfach mit World Edit hinzugefügt. Und darunter war dann gar nichts. Und dann ist es wirklich von einer Ecke angefangen, so richtig so wie so eine Lawine, ja, runtergesegelt. Fand ich schon ganz witzig. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es mein Test allgemein war, ob es ein Subgame dafür war oder so eine Mod oder ob es überhaupt gar nicht mein Test, sondern mein Craft war. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sowieso etwas, was nur so als ja, Tech-Demo taugt. Ich meine, fürs klassische Gameplay ist das wahrscheinlich keine so gute Alternative. Erstens mal aufgrund ja, der Gefahren, die sich daraus ergeben, weil, wie gesagt, die Frage ist, was das Ganze denn alles als freitragend erlaubt. Und ja, nicht, dass es dann praktisch vorhandene Höhlen einfach einstürzen lässt, obwohl das klassische Höhlen sind. Und dann am besten einem selber lebendig begrabt. Vor allen Dingen wäre es halt immer die Frage, wie ist das denn mit der Rechenpower? Ich meine, ich habe es als Dedicated Server laufen, aber auch das ist halt nur ein Laptop, der eine begrenzte Rechenleistung hat. Und ich meine, so normal mit MyTest läuft das Ding, wie gesagt, ohne Probleme. Also, ja, sowieso, ne? Die letzten 5 Tage. Ey, da war auf meinem Server richtig Bambuse. Da waren mindestens 5 Leute immer aktiv und teilweise bis zu 10 Leute immer. Und selbst da hatte der Server tatsächlich keinerlei Probleme damit. Mein Internet wahrscheinlich schon. Aber der Server an sich, der war halt Auslastung von 50% oder 20%. Lass es mal 30 gewesen sein, wenn jemand in eine neue Gegend gegangen ist. Da kam ich gerade auf die rechte Maustaste. Auch witzig. Nee, aber ich sag, gerade mit solchen Mods, die dann Physik hinzufügen, da ist es dann immer fraglich, weil die brauchen halt tatsächlich eine ganze Menge Rechenleistung. Vor allem, wenn es halt klassische Mods sind, die in Lua implementiert sind. Weil Lua ist ja genauso wie Java eine Sprache, die erstmal zur Laufzeit interpretiert werden muss. Ne? Von daher macht das Ganze dann nochmal langsamer. Das merkt man ja auch, wenn man irgendwelche Map-Gens hat. Klassische Map-Gens, die direkt in meinen Test implementiert sind und dementsprechend in C oder C++ geschrieben sind. So wie hier dieser Carpeton oder die klassischen V5, V6, V7 Generatoren. Die sind halt super schnell. Wenn man dann aber sich irgendwelche Mods holt, die Map-Gens hinzufügen, da merkt man dann schon drastisch den Geschwindigkeitsunterschied, weil die halt viel, viel langsamer sind. Gerade wenn es auch noch Map-Gens sind, die sehr komplexe Strukturen hinzufügen, die sowieso nochmal mehr Rechenleistung brauchen. Und das dann in Lua implementiert, ist natürlich eine Hausnummer für sich. Für alle, die es nicht wissen, Lua ist die Programmiersprache für Mods, quasi. Also Lua ist eine klassische, naja, ich weiß nicht direkt, ob es eine Skriptsprache oder eine Beschreibungssprache ist. Es müsste aber eine Skriptsprache sein. Sprich also, naja, Skriptsprache, hä? Sowas ähnliches wie eine Skriptsprache ist quasi ein Programm, was, ja, Skriptsprache. Nennen wir es einfach mal Skriptsprache.
Ah, sieht doch hier tatsächlich ganz gut aus. Läuft tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nice, gefällt mir. Gut, da brauchen wir da gar nicht so viel rumdoktoren hier. Dich kann man mittlerweile auch wieder zumachen. So, fertig. Ah, gewachsen. Ja, und dementsprechend, weil Lua halt nicht direkt vom Prozessor ausgeführt wird, sondern halt von dem Interpreter, ist quasi Lua zum einen sehr ressourcenhungrig, hat aber zum anderen halt einen extrem großen Vorteil, weil es halt auch von Programmen interpretiert werden können, die das dann halt wie bei einer Mod intern nutzen. Heißt also, wenn man hier eine Fähigkeit zum Mindtest hinzufügen möchte, muss man nicht das als Quellcode hinzufügen und den Mindtest neu kompilieren, sondern man kann es einfach direkt als Quelltext irgendwo in einen Ordner schieben und Mindtest interpretiert das dann zur Laufzeit. Ja, und das ist halt eine ganz geile Sache, gerade für Mods und ähnliches, weswegen ja auch Lua hauptsächlich für Mods oder ähnliches genutzt wird. Genutzt wird. Und ja, hat aber halt, wenn es wirklich tiefgreifende Änderungen sind, die mit Physik und ähnliches zu tun haben, die also rechenintensiv sind, hat es da natürlich auch irgendwo Grenzen, was die Rechenleistung angeht. So, haben wir noch ein bisschen Holz? Ja, haben wir. Ich klatsche hier erstmal ein paar drunter. So. Die obersten könnte ich eigentlich direkt abschlagen. Weil so hoch soll das Ding auf jeden Fall nicht sein. Ist, dass ich mir gar keinen Tropfen mal Tulpen brauchen, weil eben die vier, die ich immer abschlage, hätte ich ja auch den nicht gleich unten einsetzen können. Ha, ich voll Depp. Na gut, was soll's. So, jetzt haben wir ganz viel Kakao. Da. Alter, hab den Kakao gerade nicht gefunden, weil er hier, ne, braun auf braun. Ja. So. Fuck, das war dumm. So, reicht perfekt für einmal rum. Haben wir sogar schon ein bisschen Kakao über. Ja, hier unten mache ich immer nicht. Die letzte Reihe ist immer frei. Ne? Die Früchte sollen auch nicht auf dem Boden rumliegen. Ich soll ein bisschen arbeiten. Jetzt können wir quasi damit direkt ein bisschen Kekse machen. Gut, das war's erstmal für die erste Folge. Dann würde ich mal sagen, Terraforming abgeschlossen. Können wir nächste Folge damit anfangen, ein Haus zu bauen? Beziehungsweise erstmal die Kisten hier wegzuräumen. Jo. In dem Sinne, dann schauen wir mit V. Jo. Und so weiter und so fort. Tschüss.